Olli, sag mal, was denn hier passiert? Olli? Hallo? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Nein. Nein. Philipp! Olli, das ist Philipp! Philipp! Gottes Willen, Philipp, hören Sie mich? Olli, er blutet am Kopf. Jetzt hilf mir doch mal. Ich bin wieder da. Olli, warum tust du denn nichts? Ich denke, mein Handy. Wo ist mein verdammtes Handy? Das geht so nicht. Olli, hilf mir doch. Hallo, Schneider hier. Es ist ein Unfall passiert. So ein Schein, ja, der Mann liegt auf der Straße. Das ist Ecke Duisburger, Rosenweg. Ja, aber schnell. Olli, warum tust du denn nichts? Ich denke niemand. Arno. Wer ist das denn? Jan und Julia. Ah, Verwandte? Meine Kinder. Du hast noch mehr Kinder? Ich kenne nur Susanne und Florian. Wohnen die beide in Düsseldorf? Oh, oh. Habt ihr wohl nicht so viel Kontakt, hm? Nicht regelmäßig. Jan habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und mit Julia hatte ich Kontakt. Das letzte Mal vor 4 Jahren. Morgen hat sie Geburtstag. Tja, Arno. So ist das. Manchmal lebt man sich auseinander und... Und manchmal möchte man über gewisse Dinge einfach nicht reden. Tut mir leid. Philipp wird in St. Vinzenz Krankenhaus gebracht. Ich melde. Entschuldigung. Warum fahren die denn nicht endlich? Nico, ich bin überzeugt, dass sie jetzt alles tun werden, um Philipp zu helfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Philipp ist auf die Straße gelaufen und... Versuchen Sie, sich zu erinnern. Großer Wagen. Dunkel. Ich habe da nicht hingeguckt. Philipp lag einfach nur da. Ich würde meinen Neffen jetzt gerne mit nach Hause nehmen, ja? Ja, in Ordnung. Wir melden uns dann bei Ihnen. Ja, gut. Komm. Komm, steh auf. Ich bin hier nicht durch. Ich gehöre zur Familie. Was ist denn passiert?
Wer von euch hat den Wassereimer im Kaminzimmer stehen lassen? Eine solche Schlamperei ist unverzeihlich. Egal unter welchen Umständen. Das wird Konsequenzen haben. Ganz ruhig, Justus. Und? Gibt's schon was Neues von Philipp? Angeblich war's Fahrerflucht. Was muss das für ein Mensch sein, der einfach so weiterfährt? Als Fußgänger vom Pkw erfasst. Das für Pommeskill von 5, jetzt im Blutdruck. Du schaffst das, Philipp, hörst du? Ja, ja. Entschuldigen Sie, Sie können da nicht mit rein. Wir werden Ihren Mann jetzt operieren. Philipp! 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 Hey! Dana. Habt ihr es schon gehört? Ja, wir waren dabei. Oh Gott. Nein, ich bin nur dazugekommen, aber Olli. Ich war nicht dabei. Ich war schuld. Was? Wie kommst du darauf? Olli, das ist doch Unsinn. Schuld hat der Fahrer, der Philipp angefahren hat. Er ist stehen geblieben. Stehen geblieben? Philipp, er ist über die Straße gerannt und dann ist er stehen geblieben, weil ich ihn gerufen habe, sonst wäre er nicht überfahren worden.